Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich gebe jetzt mal euch ein kurzes Update, wo wir überhaupt sind und wie es überhaupt so läuft, weil gerade ja nicht jede Woche ein Video hochkommt. Also wir sind gerade in Whistler und wir suchen uns gerade eine Wohnung und einen Job für den Winter. Genau, mit den YouTube-Videos, das ist ein bisschen ein Problem, gerade weil wir mit dem Audio zu kämpfen haben, weil unser Audioeingang bzw. irgendwas mit der Kamera nicht stimmt und wir waren deswegen schon vor ein paar Wochen in Vancouver bei einem Cam Repair Shop und das war einfach nur ein Müllladen und der hat uns einfach nur abgezogen, der hat gar nichts gemacht. Der hat uns $250 abgeknüpft und es ist immer noch das gleiche Problem wie vorher. Es war einfach ultra schwer zu testen und der hat dann Kontaktspray rein und wir haben das halt nicht gecheckt. Auf jeden Fall haben wir dann ein neues Mikro gekauft und dachten, es funktioniert, weil er auch gemeint hat, dass es ein Mikroproblem ist. Und ja, jetzt funktioniert es eben wieder nicht und wir haben das Problem wieder. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es damit weitergeht und hoffen, dass wir das Problem irgendwie lösen können, möglichst günstig, sage ich jetzt mal. Also wahrscheinlich müssen wir die Kamera einschicken, dann ist sie lange nicht da. Ja, mal schauen. Ja, und außerdem reisen wir gerade nicht mehr so extrem viel. Wir sind jetzt eher um Squamish rum und klettern viel. Und schauen eben nach Jobs und Wohnungen und deswegen gibt es jetzt momentan keine Reisevideos, sondern in den nächsten Wochen dann eher so Infovideos oder was sich bewährt hat Videos oder ja, ein paar interessante Sachen, informative Sachen. Vielleicht gibt es auch noch eine Roomtour dieses Jahr, mal schauen. Also es kommt auf jeden Fall noch was und wir werden uns irgendwie um dieses Problem bemühen und schauen, dass wir es irgendwie gelöst kriegen. Jetzt geht's los mit dem, was auch in der Überschrift steht, und zwar 10 Dinge, die anders sind in Kanada als bei uns. Los geht's! Also fangen wir an mit den Ampeln. Die Ampeln sind in Kanada auf der anderen Straßenseite oder auf der anderen Kreuzungsseite, wo man hält. Also wenn hier der Strich ist, dann ist hier die Ampel. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend und wir sind ein paar Mal fast in die Kreuzung reingefahren, weil wir immer gewohnt waren, an der Ampel anzuhalten. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, macht das eigentlich viel mehr Sinn, weil wenn man direkt an der Haltelinie steht und bei uns sind ja die Ampeln direkt an der Haltelinie, dann schaut man immer irgendwie so nach oben und das ist gerade beim Landy, gerade weil ich auch so groß bin, immer mega ätzend gewesen, da schon immer so hoch zu schauen die ganze Zeit, wann es denn endlich grün wird. Und so sieht man einfach auf der anderen Straßenseite weit entfernt, ob es grün ist oder nicht. Was auch noch anders ist, dass man in Kanada immer rechts abbiegen darf, obwohl es rot ist. Also man muss natürlich generell anhalten, wie ein Stoppschild an der roten Ampel, schauen, ob es frei ist und dann darf man bei Rot rechts abbiegen, wenn kein Schild da ist, das es verbietet. Und die Fußgänger haben natürlich immer Vorfahrt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die Steuern werden an der Kasse abgerechnet. Das heißt, wenn ihr in den Laden geht und ihr seht irgendein geiles Angebot, boah, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Angel, die kostet $120, dann kommen an der Kasse noch je nach Provinz eben noch 12 oder 13 oder 15 oder auch nur 8% Mehrwertsteuer dazu. Und das hat uns am Anfang etwas mehr gekostet, als wir es dann dachten. Also man denkt, na ja, das ist ja voll günstig, viel billiger als in Deutschland, rechne es kurz in Euro um, weil es ja Dollar sind. Und dann denkt man so, ah, super günstig, geht zur Kasse und dann kommen halt nochmal 20, 30 Euro je nach Betrag dann halt drauf. Und das ist, ja, wenn man es weiß, dann kann man es vermeiden oder mit einberechnen in seine Rechnung. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Das Tanken in Kanada. Es gibt nicht überall Diesel. Wenn man mit einem Dieselauto kommt, dann ist es am Anfang ein bisschen schwierig, bis man sich daran gewöhnt hat, welche Marken oder welche Hersteller von der Tankstelle Diesel haben. Und wenn man umso weiter im Westen man fährt, umso mehr Tankstellen haben auch Diesel oder eigentlich fast alle Tankstellen. Was auch noch anders ist, dass man vor dem Tanken bezahlt. Also entweder direkt an der Tankzapfsäule mit seiner Kreditkarte oder man geht halt rein in den Laden und zahlt vorher. Und dann tankt man das, was man eben schon bezahlt hat. Und das, was nicht genommen wird oder nicht benutzt wird, das wird zurückgebucht auf die Visa. Im Osten von Kanada eher selten mit dem Vorauszahlen. Da hat man erst getankt und dann hat man gezahlt. Und jetzt so ab der Mitte Saskatchewan war es dann irgendwie so, dass man immer reingehen musste oder halt am Automat zahlen musste. Kommen wir zum vierten Punkt. Und zwar haben manche Autos vorne aus der Motorhaube eine Steckdose raushängen. Alright, what's up Germany? This is Andy here from Canada. And I'm going to explain what we do with our vehicles in the winter here because it gets kind of cold. So this is a contraption. Here I've got a little plug that connects to what we call a block heater. And it gets so cold at night that if I don't run some heat through my engine, the thing will freeze and it won't start in the morning. So every night before I go to bed, I gotta bust this guy out, and then I have to plug it in to something that's connected to a power outlet in my house. This will run a current through my engine and keep the block warm enough so that my truck will start in the morning. Sometimes it still struggles. It's like
Well, that's my block heater. Fünfter Punkt. Einkaufen wieder. In Kanada ist das Essen relativ oder teurer als in Deutschland, vor allem aber Milchprodukte. Also die sind fast das Doppelte. Käse, Milch und so. Also da muss man, wenn man viel Käse und Milch isst, immer mit dem Budget mitrechnen. Nummer 6. Nochmal was zum Straßenverkehr. Und zwar gibt es auch wie in Amerika viele Stoppschilder hier in Kanada. Meistens sind es dann vier Wegkreuzungen, wo ein Stoppschild dran steht mit Four-Way. Das heißt, wenn vier Autos kommen, dann halten alle ja unterschiedlich an der Haltelinie und der, der als erstes hält, darf als erstes fahren. Das ist besonders verwirrend, wenn jede Spur, also wenn jede Seite rechts, links, geradeaus zwei Spuren hat. Das ist ultra verwirrend, das ist zum Glück nicht so oft. Dann muss man den Überblick behalten, wer hat jetzt zuerst gehalten und wann darf ich fahren und so. Also es ist echt manchmal richtig anstrengend und vor allem in Wohngebieten richtig nervig, wenn man immer anhalten muss, obwohl eigentlich recht ersichtlich ist, ob einer kommt oder nicht. Viele fahren auch einfach drüber, wenn es ersichtlich ist, das wird dann irgendwie nicht so streng genommen. Aber im Grunde ist es eine gute Sache, weil man hält an, man weiß, man muss anhalten und kann sich eine Übersicht verschaffen, ganz in Ruhe und dann erst losfahren. Das tut vielleicht weniger Unfälle hervorrufen. Nummer 7, Baustellen. Vor allem bis zur Mitte, glaube ich, von Kanada oder ein bisschen drüber hinaus, also in British Columbia jetzt hier nicht mehr so viel, gibt es an Baustellen keine Ampeln. Da stehen immer Leute mit einem Schild auf jeder Seite von der Baustelle, mit einem Stoppschild und einem Slow auf der Rückseite. Und die sprechen sich dann mit dem Funk ab, wie es gerade ausschaut, ob gerade eine Baumaschine raus muss oder nicht. Also steht die ganze Zeit an der Construction zwei Leute nur da mit dem Schild und drehen es rum und wieder rum. Das ist echt, also manchmal tun mir die echt leid, weil wenn es halt 40 Grad hat oder so in der Sonne, stehen die da mit ihrer Schutzkleidung oder wenn es halt regnet, ist es echt, ja, manche winken nett, manche sind einfach nur kriegsgrämig, was man auch verstehen kann. Aber ja, war sehr amüsant manchmal und ja. Kommen wir zum Punkt 8. Und zwar die Autos, beziehungsweise die Trucks, so hier gerne die Autos genannt werden. Es gibt hier vermehrt einfach Pickups, beziehungsweise großmotorige Fahrzeuge mit einem langen Radstand, so kann man sie auch nennen. Das liegt einfach daran, also vor allem jetzt in Ontario, würde ich sagen, oder auch im Osten mehr, wo mehr so Farming ist und sowas. Das liegt aber daran, dass sie einfach riesen Anhänger ziehen mit ihren Vieh. Also die haben halt keinen Lastwagen, der kommt. Die ziehen es halt einfach mit ihrem Pickup. Und heute zum Beispiel haben wir einen gesehen, der hat einfach einen Container gezogen. Ich weiß nicht, ob das ein Auto überhaupt in Deutschland schaffen würde. Deswegen ist es sicher auch funktionell für die Leute, die auf dem Land leben, aber es ist sicher auf jeden Fall auch ein Statussymbol. Ich habe da mit vielen Kanadiern drüber gesprochen. Ein V8 ist einfach ein Statussymbol und das sieht man einfach auf fast jedem Pickup hier, da ein V8-Logo. Und ja, dementsprechend gibt es dann auch hier viele Tankstellen. Viel Spaß. Ja, ist auf jeden Fall anders und ist ähnlich wie in Amerika. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar haben die Kanadier hier ein sogenanntes Cabin, Cottage oder Camp. Je nach Region wird es eben anders genannt. Und das ist sozusagen ein kleines Ferienhaus an einem See oder im Wald, das meistens so, ja, so ein bisschen so ein Fertighaus ist mit einem oder anderthalb Räumen, wo man halt schlafen kann. Da verbringen die Kanadier oft ihr Wochenende oder ihr Urlaub. Das ist je nach Familie, aber ich hatte das Gefühl, dass es im Osten eher populär war und hier im Westen jetzt nicht mehr ganz so. Da war es einfach so selbstverständlich, dass jeder, der in der Stadt wohnt, in der Großen, einfach draußen nochmal so ein bisschen in der Natur so seinen kleinen Rückzugsort hat. Ja, vielleicht war das interessant für den einen oder anderen und wir haben mit dem Video manchen Leuten geholfen, die vielleicht nach Kanada wollen und sich Gedanken machen, so was muss ich beachten, was nicht. Sowas steht ja auch nicht in jedem Reiseführer drin. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten's und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!